Für rund 1,9 Milliarden Musliminnen und Muslime weltweit hat eines der wichtigsten und fröhlichsten Feste begonnen, das sogenannte Zuckerfest, mit dem der Fastenmonat Ramadan endet. Von Freitag bis Sonntag wird gefeiert, viele Köstlichkeiten kommen auf den Tisch, gemeinsames Essen, Beisammensein und auch Beten steht in vielen Familien im Mittelpunkt. In islamisch geprägten Familien ist dieser Freitag ein Feiertag. Die Zeit des Fastens ist vorbei, jetzt beginnt das Fest. Saudi-Arabien läutete am Freitagmorgen in der heiligen muslimischen Stadt Mekka den Beginn von Eid al-Fitr mit Gebeten ein. Der Termin für das Fastenbrechen folgt keinem festen Datum, sondern richtet sich nach dem Mondkalender, traditionell nach der Sichtung des Neumondes, die je nach geografischer Lage variiert. Die Feststimmung aber, wie hier im Morgengrauen im australischen Sydney, ist allen gemein. Es ist schön zu sehen, wie die Gemeinschaft zusammenkommt. Bekannte Gesichter, die alle 30 Tage lang gefastet und so viel gebetet haben. Es ist ein großer Tag für uns. Gefeiert wurde auch in Katar. Viele Muslime dort freuten sich besonders, wenige Monate nach Ende der Fußball-Weltmeisterschaft im Emirat wieder ihre Stadien besuchen zu dürfen. Hier tatsächlich statt Fußballspielern 11 gegen 11 wahrscheinlich 15.000 Menschen zu sehen, Brüder und Schwestern, alle diese Familien und Menschen, die Seite an Seite beten und einer schönen Predigt zuhören. Und es erinnert uns daran, diese besonderen Momente des Zusammenseins zu schätzen. Die Corona-Pandemie hat uns eine Lektion erteilt. 3 Jahre lang konnten die Menschen nicht einmal Seite an Seite beten. Selbst wenn man in die Moschee ging, musste man auf Distanz bleiben. It was with social distancing. Viele Gläubige gehen nach dem Gebet nach Hause und ziehen sich festlich an. Man gratuliert sich zum Eid, tauscht Geschenke aus, wie hier im serbischen Novi Pazar. Es ist Tradition, Familie, Freunde, Brüder und Schwestern zu besuchen. Alles ist machbar. Normalerweise muss man in jedem Haus etwas essen und es gibt eine Menge Häuser zu besuchen. Während die Älteren also Verwandte und Nachbarn besuchen, ziehen die Kinder auf den Straßen von Haus zu Haus. Sie haben Tüten dabei, in die sie die Bonbons und andere Süßigkeiten stecken, die sie geschenkt bekommen. Daher auch der Name Zuckerfest für Eid al-Fitr. Gegen Mittag dann ist der Tisch reichlich gedeckt. Die Familie versammelt sich und darf sich endlich wieder den Magen vollschlagen.